herzlich willkommen hier im Fundas bei der Höfewanderung. Ich bin die Waltraut und ich begleite Sie auf dieser Wanderung. Wir gehen zunächst in den Bauernhof hinein und schauen uns die alte Küche, die alte Stube an, einige Bauerngeräte und einige interessante Kulturpflanzen, die man sonst nicht mehr sieht. Cosa strana che forse non avete mai visto ancora. E qua dentro, ecco i papaveri, e quando la signora, la contadina, voleva fare i krapfen con riempiti. Una ciotola ancora, un'altra ancora, e quindi formava la panna. Però più tardi avevano questa centrifuga, da una parte veniva la panna, dall'altra il latte scremato. Sempre c'è la stella alpina. E questo è qualcosa di diverso. E questo sarebbe anche un timbro col nome della contadina. Questo qua era in genere in una camera sopra dove era freddo, ventilato anche, o anche in soffitta. Dietro c'è posto, si vede che è un contadino grande perché la stuba è anche grande. Poi in ogni stuba quasi si vede lo Spirito Santo. Sono la mamma, sono tornato, apritemi. E no, non possiamo aprire. E poi abbiamo visto che tu hai la zampa non come mia mamma. O col grembiule o con la tovaglia che è. Poi lì è un bellissimo, una cosa molto preziosa, è un libro del 1646. Ancora una volta come Fundres era, cioè tutti questi sono tutti campi di grano. Potevano prenderlo due volte in estate con l'umidità perché è liquido. Ecco, questa è la resina. Gli alberi, per tagliare gli alberi. La signora ce lo dirà oggi o vediamo. Quando portavano giù i ragazzi, l'avete visto voi, il forno? Guarda, guarda. Im Parthof gewesen, der gehört der Familie Gasser, haben die alte Küche gesehen, die rußige Küche, Geräte zum Buttermachen, den Mohnstampf und dann haben wir die Stube besucht. Der Besitzer war ein Art Bürgermeister, da sieht man noch sein Büro, dann sieht man ein altes Kräuterbuch von 1640 und im Hausgang ist dargestellt, wie man früher Leinen gemacht hat. Und dann haben wir den Backofen gesehen und dann die Geräte, die Bauern benutzt haben. Zum Beispiel auch so ein Beil, um Schindel zu machen.
dann sehen wir einen Heilkräutergarten. Danach wandern wir den Bach entlang und auf dem Weg finden wir immer wieder ein paar interessante Kräuter und Blumen. Wir werden öfters stehen bleiben und da erzähle ich Ihnen zunächst etwas auch über die Geschichte von Pfundas, über seine Vergangenheit, dann etwas über die Lebensweise und die Charakteristik der Pfunderer. So, und jetzt wandern wir weiter bis zu den nächsten Bauernhäusern und da machen wir wieder einen kurzen Stopp. Also von den Kuriositäten im Pfunders sehen wir die Strohhütte, die noch heute noch eine Bäuerin macht. Und dann der alte Brauchtum, das Kropfenbettel hat sich hier erhalten. Das wird am 11. November gemacht. Und dann der Pfunderer Zwerg, der war auch irgendwie berühmt und hat die Leute auch zum Nachdenken gemacht. Also Pfunders liegt auf 1150 Meter Meereshöhe und der Talschluss hingegen aber schon auf 1550. Und von dort aus, vom Talschluss, kann man die Pfunderer Berge bewandern und unter anderem auch die Gletscher, zum Beispiel der Hochpfeiler, kann von der Edelrathütte aus begangen werden oder der Weißzint oder einen Höhenweg, der dort vorbeiführt. Und in früherer Zeit sind da eben die Schmuggler aktiv gewesen, die sind ins Zillertal hin und haben eben Tabak und Zucker, Saccharin herübergeschmuggelt. Manche Bauern haben sich frühere Zeit gerühmt, dass seine Kühe brauchen nur ganz wenig als eine Schürze voll Heu und schon sind sie satt, weil das Heu eben so nährstoffreich ist. So um 1500 hat man Serpentin gefunden. Serpentin wird in den Urkunden als der berühmte Pfunderer Marmor bezeichnet. Der Brixner Dom ist mit solchem Marmor ausgekleidet. Das Kloster Ettal hat sich welchen bringen gelassen und später dann sind Platten im Walt Disneyland zum Asphaltieren des Bodens verwendet worden. Hier in Südtirol und natürlich auch im Pfunders sind die Höfe zum Großteil geschlossen, das heißt ein geschlossener Hof. Die gesetzliche Regelung geht auf die Maria Theresia zurück. Das heißt, der Hof darf nicht unter den Erben aufgeteilt werden. Und so bleibt eben der Älteste oder der Jüngste oder wer den Hof übernehmen will, immer in derselben Hand. Außerdem ist es ein großer Wert für die Kulturlandschaft, weil keine Zerstückelung da ist und dann eben diese schönen Wiesen und Felder hier gut bearbeitet werden können. Hanno fatto perché della casa è rimasto ancora il corridoio della vecchia casa e da quel pezzo hanno fatto questa cappella. Questa è la salvia e scende giù il polline. Io vorrei farvelo vedere. So, gegen 12:30 kommen wir zur Bäuerin auf dem Bauernhof, auf dem Bichlerhof und dort gibt es etwas zu verkosten und zwar Produkte, die die Bäuerin auf dem Hof herstellt. Danach spazieren wir gemütlich heraus, es gibt da auch noch allerhand zu schauen und gegen 3 Uhr werden wir wieder zurück sein. Und jetzt zum Abschluss stehen wir noch vor einem alten Haus, das eigentlich nicht mehr bewohnt wird. Und hier sehen wir an der Außenwand einige Fresken, den heiligen Martinus und den heiligen Georg mit dem Drachen. Früher hat man ja nicht lesen und schreiben gekonnt, also hat man diese Bilder da gelesen, indem man eben beim Drachen sieht und man muss oder man soll das Böse bekämpfen. Wir machen jetzt zum Abschluss den alten Kirchweg noch, der in früheren Zeiten sehr oft
begangen worden ist, und dann ist unsere Wanderung beendet. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Ich hoffe, dass es Ihnen gut gefallen hat und dass Sie vielleicht das nächste Jahr oder irgendwann wieder mal kommen mit Ihren Freunden oder mit Bekannten und eventuell dann auch ein paar Wanderungen in den Funderer Bergen machen.